Joachim Schnabel, Tischlermeister und Bürgermeister der Gemeinde Lang in der Südsteiermark. Klimaschutz und im ganz Besonderen auch ein Budget für die Familien in Österreich. Mit 7,7 Milliarden Euro finanziert Österreich, wie schon von der Frau Ministerin und von den Vorrednerinnen und Rednern genannt, eine Vielzahl an Familienleistungen, Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe, Familienhärteausgleich, Schulbücher, digitale Schulbuchaktion, Schüler- und Lehrlingsfreifahrt und noch einiges mehr. Und in Summe bedeutet dies, dass wir eben in Europa unter den Top 3 aller Staaten sind mit unseren finanziellen Familienleistungen. Österreich ist ein Land der Familienfreundlichkeit. Österreich ist aber auch ein Land der familienfreundlichen Gemeinden. Im Ministerium ist die Familie- und Berufsmanagement GmbH angesiedelt, die in diesem Bereich Gemeinden zertifiziert. Und 560 Kommunen haben sich als familienfreundliche Gemeinde deklariert. Über einen Bürger-Bürgerinnen-Prozess werden Leistungen erarbeitet, die eben für unsere jungen, junggebliebenen Eltern und Kindern vor Ort lokal zugeschneiderte Maßnahmen bieten und dementsprechend auch die Eltern hier helfen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestmöglich umzusetzen. Ich selbst bin Vorsitzender einer familienfreundlichen Region, die einzige in der Steiermark, und ich kann nur allen Gemeinden generell empfehlen, diesen Prozess anzugehen, weil wir hier vor Ort gemeinsam mit den Familien wirklich Tolles in den Gemeinden umsetzen können. Ein Wort zum Rechtsanspruch, liebe SPÖ. Sie tun so, wenn Sie sagen, es gibt einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, es ist dann alles gelöst von den Herausforderungen, die es sich hier in Österreich gibt. Aber das ist nicht so. Und es stimmt auch nicht, dass Sie sagen, Sebastian Kurz hat diese 1,2 Milliarden Euro verhindert. Das wurde mehrfach widerlegt und auch schon besprochen. In Summe wurden eben in den letzten Jahren 1,6 Milliarden Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung ausgegeben. Und der Bund finanziert hier die Errichtung zum Beispiel der Kinderkrippen mit. Das ist gut und richtig und wir bauen die Hüllen. Aber die Hüllen allein reichen nicht aus, um dementsprechend vor Ort ein adäquates Kinderbetreuungsangebot zu bieten. Und die Frau Kollegin Dysoski hat es heute schon gesagt, wir investieren auch in die Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen, weil auch die sind wichtig und die sind in Wirklichkeit das Nadelöhr, damit wir vor Ort dementsprechend Kinderbetreuung anbieten können. Und nicht einmal in Wien schaffen sie ja das vollständig durchgehend anbieten zu können. Sie brauchen alljährlich rund 500 Sondergenehmigungen für Gruppenüberschreitungen, damit Sie dementsprechend hier ein Kinderbetreuungsangebot schaffen können. Und ganz bemerkenswert muss ich sagen, ich bin auch Gemeindebundobmann unseres Bezirks, es kommen auch SPÖ-Bürgermeister zu mir, die bitten, bitte setzt diesen Rechtsanspruch nicht um. Sie stürzen uns in Rechtsverfahren, die uns immense Kosten beschreiten. In Schadenersatzforderungen schauen wir nach Deutschland, wo die Gemeinden 20.000 oder 30.000 Euro ausbezahlen müssen. Dieses Geld können die Kommunen wirklich besser in die Familien und in die Kinderbetreuung investieren. Geschätzte Damen und Herren, außerhalb dieser 7,7 Milliarden haben wir in Österreich den Familienbonus, den wir mit der Steuerreform auf 2.000 Euro erhöhen, ein weiterer Schritt zur Steuergerechtigkeit, zur Gerechtigkeit zwischen Eltern und Familien, die Obsorge leisten und jenen Steuerzahler, die keine Obsorge leisten, und auch eine Steuergerechtigkeit für jene, die arbeiten gehen. Deswegen ist es uns so wichtig, die Arbeitenden, die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger zu entlasten, um dementsprechend hier ihnen alle am Ende des Tages mehr Netto vom Brutto haben zu lassen. Und das ist das große Credo, dass sich Arbeit auszahlt, Arbeit sich lohnt und die Familien hier dementsprechend unterstützt werden. Danke.